Leo, heute ist Donnerstag, der 10. August und ich nehme mich heute einfach ein bisschen meinen Tag mit. Ich habe gerade schon gefrühstückt, mich fertig gemacht und alles und es ist jetzt 10:30, also noch vormittags, was heißt, dass ich direkt meine erste Schreibsession starte. Genau, gestern habe ich nicht ganz so viel geschrieben, deswegen muss ich heute so circa 800 Wörter extra schreiben, aber sollte ich hinbekommen, besonders weil ich jetzt schon früher anfange. Genau, also let's go. Also ich habe mich jetzt auch entschlossen, heute so einen richtigen Schreibtag zu machen, wo ich mich sehr doll auf mein Projekt fokussiere. Mein Ziel sind 2.500 Wörter, dann wäre ich insgesamt bei 21.000. Genau, ich habe auch in meinem Notizbuch so einen kleinen Tracker hier gemacht, wo ich halt Zeit reinschreiben kann, wo ich immer halt schreibe. Dann die Wörter, die ich geschrieben habe und so ein bisschen die Mut und so. Und dann kann ich am Ende des Tages so ein paar Statistiken draus ziehen und das liebe ich. Ich bin so ein kleiner Zahlenmensch. Genau, ich schreibe jetzt noch ein bisschen weiter und dann gehe ich, denke ich, essen. Also ich habe jetzt bisher diese 846 Wörter heute geschrieben und ich habe gerade insgesamt 20.000 Wörter erreicht. Also ich war vorhin in deiner Feier und jetzt gerade noch einkaufen. Es ist jetzt ein bisschen später schon, aber ich werde jetzt auf jeden Fall weiterschreiben und hoffe, dass es ganz gut wird. Aber genau, ist nicht so schlimm, dass es schon spät ist, weil nachmittags kann ich eh mal nicht so gut schreiben. Also ich habe jetzt ein bisschen weitergemacht und es läuft super gut. Ich schreibe gerade so eine coole Szene. Das ist so eine Szene, die in einem Club spielt und dann höre ich halt auch so Clubmusik dazu und das macht einfach mega Spaß, das zu schreiben. Und man sieht, hier ist mein Ziel und hier bin ich gerade. Also ich habe es schon fast erreicht. Auch die Mood ist super. Aber ich habe Hunger. Deswegen gehe ich jetzt essen und danach schreibe ich weiter. Ich habe mir jetzt noch eine Schale mit Trauben gemacht und versuche jetzt noch die letzten 400 Wörter, die bis zu meinem Ziel fehlen, aufzuholen, was echt schnell gehen sollte. Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde geschrieben und 900 Wörter geschafft, wodurch ich mein Ziel erfüllt habe. Also ich habe sowohl diese 21.500 Wörter erreicht, als auch die 2.500 für den Tag insgesamt. Ich habe sogar 3.000 geschafft. Aus irgendeinem Ziel fällt mir das bei diesem Projekt so, so leicht. Also ich zeige euch mal kurz die andere Statistik. Also das hier ist jetzt meine große Statistik, wo ich jeden Tag tracke. Und ich schaffe halt wirklich an jedem dritten Tag über 3.000 Wörter, was so krass ist. Und einmal hatte ich sogar 4.000 und ich merke gar nicht, wenn ich so viel schreibe irgendwie. Ich habe theoretisch noch die Energie weiterzuschreiben, aber ich will es nicht übertreiben, weil ich weiß, wenn ich allzu viel schreibe, dann schaffe ich halt morgen nicht mehr so viel, weil ich dann halt die kreative Energie so ein bisschen aufgebraucht habe. Deswegen mache ich jetzt erstmal eine Pause und falls ich mich dann ja inspiriert fühle, tue ich einfach später noch ein bisschen schreiben, wobei es halt jetzt auch schon 20 Uhr ist, also genau. Ich lese gerade den zweiten Band von Stolen von Emily Bold. Ich finde den bisher ganz gut und ich habe auch schon ziemlich guten Progress gemacht. Und ich setze mich jetzt ein bisschen raus und lese einfach als ein bisschen Entspannung weiter. Also ich habe mich jetzt dazu entschieden, ein kleines bisschen zu häkeln. Ich will einfach so ein Freehand-Top-Design aus diesem riesigen Wollknäuel. Ich werde nicht alles davon brauchen. Genau, ich muss nur erst das hier entwirren, weil irgendwo da drin ist mein Ende. Aber genau, und da fange ich jetzt einfach an, das ein bisschen zu häkeln. Das war mein Tag. Es war wirklich sehr erfolgreich. Ich meine, ich war draußen, ich habe sehr viel geschrieben und natürlich jetzt noch gehäkelt und gelesen. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen, mir dabei zuzuschauen.
Ich blende euch jetzt noch ein paar Statistiken ein zu meinen ganzen Schreibtätigkeiten, die ich aus dieser kleinen Seite in meinem Notizbuch gezogen habe. Und ich würde mich natürlich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und genau, bis zum nächsten Mal.